Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem allerersten richtigen YouTube-Video. Ich will schon so lange Videos für meinen Blog drehen, aber habe mich nie richtig aufraffen können. Mir hat irgendwie immer die Zeit gefehlt und auch das Equipment. Und jetzt habe ich mir gedacht, das ist ein Ziel fürs neue Jahr, dass ich das einfach mal ausprobiere. Es muss ja nicht gleich perfekt sein am Anfang. Ich habe mir jetzt einfach meine Kamera geschnappt und lege jetzt einfach mal los. Ich habe euch ja auf Instagram gefragt, ob ihr Lust habt, dass ich euch meine Sachen zeige, die ich in Köln gekauft habe. Und ihr fandet die Idee gut, deswegen ist das mein allererstes Video, ein Shopping-Haul von Köln. Köln ist ja wirklich super schön, wir sind total gerne in Köln und waren jetzt in den letzten 2 Jahren, glaube ich, 4-mal sogar dort. Vielleicht können die Leute, die in Köln wohnen, es gar nicht so nachvollziehen, warum man irgendwie jetzt aus dem Süden 3, 4, 5 Stunden nach Köln fährt und da Urlaub macht. Aber die Stadt hat es uns total angetan und gerade wenn da schönes Wetter ist, ist es wirklich herrlich. Und auch zum Einkaufen gibt es da ganz, ganz tolle Läden. Ich habe schon so viel gesehen, aber ich glaube, mir also fehlt immer noch das meiste, was es da zu sehen gibt. Deswegen lohnt es sich immer mal wieder hinzufahren und Neues zu entdecken. Ich fange jetzt einfach mal an. Der erste Laden, wo ich was gekauft habe, das war Laut. Da war ein Sample Sale, das heißt, alles war total reduziert und ich habe zufällig davon gelesen und habe gedacht, da muss ich mal vorbeischauen, vielleicht finde ich ja das ein oder andere schöne Teil. Und als ich dann reingegangen bin, habe ich mich total gefreut, weil ich auch die Farina von Nova Lana Love getroffen habe. Ich folge ihr schon ziemlich lange bei Instagram, aber habe sie noch nie persönlich getroffen. Und habe mich echt gefreut, dass ich ein paar Worte mit ihr wechseln konnte. Ich habe auch 4 schöne Sachen dort gefunden. Zum einen habe ich gefunden einen Armreif. Der hat nicht Rosé, sondern Gold, vergoldet und hat 2 so schöne perlmuttfarbene Perlen oben. Den kann man einfach so reinklemmen. Und ich finde, das sieht ganz, ganz süß aus. Ich habe auch die passenden Ohrringe dazu. Das sind diese Dior Lookalike Ohrringe. Ich bin jetzt nicht so der Ohrringträger. Und deswegen habe ich mich jetzt mal für den Armreif entschieden. Ich trage viel lieber Armreifen und Armbänder. Und ich fand den total schön. Deswegen habe ich den mitgenommen. Dann habe ich noch gekauft ein weißes Shirt. Ein Basic-Shirt, das ist ziemlich lang. Ich bin ja recht groß und ich mag es total, wenn Sachen so lang sind. Und es ist ein ganz, ganz weicher und zarter Stoff, so leicht durchsichtig und es ist ziemlich lang geschnitten. Es ist perfekt für mich und meinen langen Körper. Als drittes habe ich gekauft ein altrosafarbenes Kleid. Das ist so ein seidiger Stoff. Und ganz, ganz leicht. Also perfekt entweder für den Sommer, wenn man nur das Kleid trägt. Oder aber auch im Herbst oder im Frühling, wenn man so einen weißen Rollkragen, leichtes weißes Rollkragen-Shirt drunter zieht. Oder vielleicht hier auch jetzt mit so einem Strickkleid, mit einem grauen Strickkleid, wenn da unten drunter der Saum so ein bisschen rausschaut. Das finde ich auch ganz, ganz süß. Man kann es auch als Nachthemd tragen. Das ist auch total bequem. Ich fand die Farbe so schön und habe das unbedingt mitnehmen wollen. Und als letztes habe ich mir gekauft einen Bleistiftrock. Der ist ganz bequem. Der hat so eine gerippte Strickoptik und ist so ein bisschen elastisch. Ich war erst skeptisch, weil das ist Größe S und ich trage normalerweise nicht S, aber der passt perfekt. Und schön ist auch, der ist unten nicht ganz so eng geschnitten, der hat hier einen Schlitz. Das heißt, man kann auch gut mit dem laufen und hat einfach Beinfreiheit. Das mag ich total gerne, wenn man den mit so einem Oversize-Strickpullover kombiniert oder mit so einem Wasserfall-Ausschnitt mit so einem Trägertop, auch schön. Ja. Genau. Und danach war ich in einem Laden, der ist total süß, den gibt es erst, ich glaube, seit Oktober in Köln, im Belgischen Viertel. Der heißt entweder Candy, nein,
Candy und Couture oder Couture und Candy. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Auf jeden Fall ganz, ganz süßer Laden. Der ist ziemlich klein und es gibt eben Kleidung und auch noch so ein bisschen Essen oder so Süßigkeiten, so schöne Sachen für zu Hause. Da habe ich auch was mitgenommen. Und zwar einmal ein Salz- und Pfefferstreuer und den passenden Streuer, beziehungsweise eine Mühle, die passende Mühle für Gewürze dazu, die passende Mühle für Gemüse dazu. Das sind Kräuter, ist eine Kräutermischung für Gemüse. Und ich habe diese Streuer, beziehungsweise diese Mühlen schon öfter jetzt mal auf irgendwelchen Bildern gesehen. Und ich finde die total dekorativ. Die sind von Nicolas Vahe, ein Accent d'aigu auf dem E, wahrscheinlich Vahe. Die habe ich mitgenommen und wir haben sie auch schon ausprobiert an Silvester zum Fondue. Schmecken richtig lecker. Und dann habe ich noch gekauft einen Tee dort von Tafelgut. Das ist so ein Jasmin-Tee mit Vanillegeschmack. Den habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert. Aber ich denke, ich werde später mal eine Tasse davon trinken. Ich liebe Tee. Und ich finde, der sieht total schön aus. Ich bin, was das anbelangt, so ein bisschen ein Verpackungsopfer. Wenn was schön aussieht, dann, ja, dann muss ich es eigentlich mitnehmen. Und ich bin gespannt, wie der Tee schmeckt. Dann habe ich noch einen Schal gekauft. Den habe ich ganz vergessen, hier mir herzulegen. Den muss ich mal schnell holen. Hier ist er. Das ist ein großer, ganz großer Schal. Grau mit so weißen Streifen dazwischen. Ich mag Schals total gerne. Und jetzt soll es ja im Januar ein bisschen kälter werden. Da kann ich den, denke ich mal, ganz gut gebrauchen. Dann in Köln war ich natürlich auf jeden Fall in den Läden von Lena Terlutter im Belgischen Viertel. Mein Mann hatte mir zu Weihnachten einen Gutschein geschenkt von der Boutique Belgique. Und da habe ich natürlich auch was gefunden. Zum einen habe ich schon ausgepackt. Für Silvester habe ich gekauft so süße Strohhalme, schwarz-weiß mit Happy New Year drauf. Ich packe mal einen aus. Ganz, ganz niedlich. Die gab es dann, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Die gab es dann an Silvester. Das haben wir ja dieses Jahr bei uns gefeiert, auf dem Tisch zur Dekoration. Und die passenden Servietten dazu. Auch schwarz-weiß mit so kleinen goldenen Sternchen drauf und Happy New Year. Die. Ja. Da ist jetzt noch was übrig geblieben. Das hebe ich jetzt einfach mal auf. Vielleicht benutze ich es dann nächstes Jahr nochmal. Und dann habe ich noch eine richtig schöne Tasche gefunden in der Boutique Belgique. Ich bin ja ein ganz, ganz großer Taschenfan und ich, ja, ich spare immer viel auf meine Taschen und kaufe mir so einmal im Jahr eine Designertasche. Dieses Mal habe ich mir keine Designertasche gekauft, aber eine, die angelehnt ist an einer Designertasche. Und zwar diese Tasche hier. Eine schwarze Umhängetasche aus Leder, die ist angelehnt an die Chloé, die Fay. Ich habe die ja auch in klein, in so einem Nude-Ton. Eine schwarze hat mir noch so ein bisschen gefehlt, ich habe da nur eine. Und dann habe ich die im Regal stehen sehen und habe mich total verliebt. Die ist ganz, ganz praktisch, weil sie nicht ganz so klein ist. Und innen drin ist sie geteilt. Es gibt drei Fächer, hier vorne eins, in der Mitte eins mit Reißverschluss. Und hinten nochmal eins, da kann man auch aufteilen, Wertsachen, irgendwie so Kosmetik oder sonst was. Und da passt echt viel rein. Total praktisch. Genau. Die habe ich auch in der Boutique Belgique gekauft. Das war der erste Tag, wo wir in der Stadt waren. Das habe ich alles am ersten Tag gekauft. Und am nächsten Tag habe ich dann nochmal reingeguckt. Einmal bei Tina Tricot. Da habe ich so ein Longshirt gekauft oder so eine Tunika, schwarz-weiß gestreift. Ist auch ganz lang und ich
finde das total schön. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch gesehen. Ich hatte vor ein paar Tagen so ein Bild auf Instagram hochgeladen. Da hatte ich einen weißen Pullover an und unten drunter dieses gestreifte T-Shirt. Und ich finde es total schön, wenn man die Ärmel so ein bisschen länger zieht und die dann da rausschauen oder unten vom Pullover, wenn man dann von dem Gestreifen was sieht. Und dann war ich noch bei TK Maxx. Das gibt es bei uns hier in der Nähe nicht. Ich war in Augsburg, glaube ich, gibt es einen, da war ich mal. Ansonsten gibt es das hier nirgendwo. Und da habe ich auch ganz, ganz süße Sachen gefunden. Ich finde, dass die Klamottenabteilung immer ziemlich unübersichtlich ist. Und ich laufe da meistens durch, ohne zu gucken, und fahre gleich hoch in den ersten oder zweiten Stock und gucke mir die Dekosachen an. Und dann bin ich hängen geblieben in der Papeterieabteilung. Ich liebe Papeterie, ich liebe kleine Notizbücher, Stifte, tolle Blöcke mit süßen Designs und habe ganz süße Sachen gefunden. Die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar habe ich gekauft 3 Kugelschreiber. 2 habe ich noch, einen habe ich schon meiner Mama geschenkt. Die haben ganz süßes Design an der Seite gestreift oder gepunktet. Und der eine, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, der steht drauf Be Lovely. Und auf dem anderen steht drauf Smile, Sparkle, Shine. Ganz, ganz süß, hier auch in so einer gestreiften Optik. Und ich muss mal gucken, ob ich sie selber behalte und mit ihnen schreibe oder ob ich sie verschenke. Weil ich finde, sowas ist auch ein ganz, ganz süßes Geschenk, wenn man mal einer Freundin eine kleine Aufmerksamkeit machen will. Und dann habe ich noch gekauft, auch schöne Verpackung, gestreift und gepunktet. Ihr seht, alles, was irgendwie eine schöne Verpackung hat, das finde ich gleich doppelt schön, sind Dankeskarten. Hier oben steht drauf Thank You und da gibt es die passenden Umschläge dazu in Pink, beziehungsweise ja, in Pink. Ich finde sowas total schön, wenn man sich bei einem netten Menschen bedanken möchte oder wenn man einfach eine kleine Notiz oder so hinterlassen will. Sowas ähnliches habe ich auch nochmal gekauft. Und zwar nochmal so Dankeskarten. Die sind jetzt ein bisschen kleiner. So ganz süß klein mit schwarzen Pünktchen drauf und unten so goldenem Glitter. Die kann man öffnen und was reinschreiben. Und da sind auch die passenden Umschläge dazu. Ich mag sowas ganz, ganz gerne. Auch wenn jemand bei mir mal was kauft, bei Kleiderkreisel oder wenn ich so einen Blog-Sale mache, wenn jemand bei mir was kauft, dann mache ich manchmal so eine Dankeskarte mit dazu. Ich finde, da freuen sich die Leute, sowas sieht einfach hübsch aus und sowas Handgeschriebenes, das hebt man sich doch auch gerne auf. Dann habe ich noch gekauft so kleine Bilder, die man sich einrahmen kann mit schönen Sprüchen. Zum Beispiel, do more of what makes you sparkle. Es war so ein Set mit mehreren Grafiken drauf. Enjoy every moment. Enjoy the little things. Life is short, buy the shoes. Ich bin jetzt nicht so ein Schuhfetischist, aber vielleicht für mich buy the bag. Und good vibes only. Eins war noch dabei, das habe ich auch meiner Mama geschenkt. Das, ja, ich mag solche Sprüche. Ich finde sowas total schön, wenn man sich das einrahmt und aufhängt oder wenn man es verschenkt an jemanden, der vielleicht so einen kleinen Motivationsspruch gebrauchen kann. Ich habe echt so eine Kiste mit Sachen, ganz, ganz süßen, niedlichen Dingen, wie zum Beispiel solche Sprüche oder Stifte. Einfach so Kleinigkeiten, die ich dann gerne verschenke, wenn es einer Freundin nicht so gut geht, wenn man sich bedanken will für irgendwas. Einfach eine kleine Aufmerksamkeit, die man dann verschenken kann. Und als letztes habe ich gekauft diesen Sack mit Twinkle Twinkle. Innen ist der ganz süß in so einer Zickzack-Optik in Grau und Weiß. Das kommt, da sind meine ganzen Sachen drin. Das kommt in Emilians Kinderzimmer, da kommt seine Schmutzwäsche rein. Da habe ich im Moment noch keine schöne Aufbewahrung. Und da habe ich mich gefreut, dass ich das gesehen habe. Es hat nur 12 Euro gekostet. Und sieht echt süß aus und da passt auch ganz viel rein. Ja, das war's auch schon. Ich habe echt schöne Sachen gefunden. Ich hoffe, dass mein Video euch gefallen hat. Ich war noch ein bisschen unsicher und habe mich auch, glaube ich, gefühlt 20 Mal versprochen.
Aber seht mir das bitte nach. Ich bin ein bisschen aufgeregt gewesen. Für mich ist es eine neue Situation, mit einer Kamera zu sprechen, anstatt was aufzuschreiben. Ich schreibe wahnsinnig gerne. Das mit dem Sprechen in die Kamera muss ich noch so ein bisschen üben. Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar, wie ihr es gefunden habt. Und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder irgendwelche Ideen, worüber ich mal ein Video drehen kann, dann lasst es mich einfach wissen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich auch hier noch ein super tolles neues Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss. Hallo, ihr Lieben. Heute erzähle ich euch was. Oh Gott. Okay, nochmal. Shopping Hall. Ein Shopping Hall heute. Köln Shopping Hall.